Handelsstraßen voll. Bloß damals trafen die sich nur 300 Meter vor dem Haupttor dieser Stadt. Das war natürlich famos, denn viele von den Händlern und Kaufmann, Reisenden und Pilgern, die so nah an dieser Stadt waren, fanden auch ihren Weg hinein und haben ihr Zeit verbracht und Geld ausgegeben. So wie ihr. Das ist eine alte Idee mit den vielen Fremden. Und dann gab es ja noch den dritten Punkt. Rotenburg hatte einen besonderen Status. Es war eine freie. War von sämtlichen Bakterien befreit und galt als sicher und gesund und wurde von jedermann permanent konsumiert.